10.000 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal von JagdTotal. Für mich heute Grund genug, etwas ganz Besonderes zu machen. Und warum es sich heute für euch so richtig lohnt, das seht ihr jetzt in diesem Video. Die 10.000 Abonnenten nehme ich als Anlass, um heute Jagdprodukte im Wert von 5.000 Euro an euch zu verschenken. Verschenken? Richtig gehört. Und zwar haben alle Partnerfirmen von JagdTotal ein oder mehrere Produkte bereitgestellt, die ich heute an JagdTotal-Fans verschenken kann. Mit dieser Aktion möchte ich mich ganz herzlich bei allen JagdTotal-Fans, bei euch YouTube-Abonnenten bedanken. Und zwar bedanken dafür, dass ihr meinem Kanal folgt, dass ihr die Videos schaut, für die vielen netten Kommentare, für das tolle Feedback. Und ich kann euch eins versichern, ich bin auch weiterhin sehr bemüht, für euch ehrliche und authentische Jagdvideos zu machen. Und ich möchte mich auch heute einmal ganz ausdrücklich bedanken bei allen Firmen, die JagdTotal unterstützen. Nicht nur die Firmen, sondern vor allen Dingen auch den Menschen, die in diesen Firmen arbeiten. Denn das sind ganz fantastische Leute, die ich jetzt über die Jahre kennengelernt habe. Und ich muss sagen, es macht einen Riesenspaß, mit allen meinen Partnern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, warum Produkte überhaupt erfolgreich am Markt sein können. Das eine ist immer das gute oder sehr gute Produkt, aber ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, das sind die Menschen, die hinter diesen Produkten stehen. Und Leute, ich habe so viele Produkte hier gerade liegen, die ich an euch verschenken möchte, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich fange einfach bei A an. Und A steht bei mir für Alpjagd. Und Alpjagd ist ein ganz fantastischer Online-Shop in Österreich. Und der Inhaber ist Franz Rheinthaler. Und der Franz Rheinthaler ist ein ganz besonders ambitionierter Jäger, der sich unheimlich einsetzt für die Jagd an sich, der in seinem eigenen Revier Naturschutzzonen für seltene Heuschrecken einrichtet. Und ich möchte gerne dafür jetzt auch ein bisschen Werbung machen, dass ihr in diesem Online-Shop kauft, denn man muss einfach solche Leute wirklich auch unterstützen. Und der Franz Rheinthaler, der war so nett und hat JagdTotal in diesem Fall für dieses Video unterstützt. Und zwar absoluter Hammer mit einer Guncam, die ich jetzt auch seit einigen Wochen im Einsatz habe. Ich habe schon ein paar coole Aufnahmen gemacht, aber ich werde auch noch ein separates Produktvideo irgendwann machen, wenn ich noch mehr Video oder noch mehr Videomaterial gesammelt habe. Und der Franz hat also diese Guncam im Wert von, ich glaube, ungefähr 300 Euro gestiftet. Ja, und die wird also auch an einen von euch Jägern wird die verschenkt. Wenn ihr sie nicht gewinnt und ihr habt Interesse an so einer Kamera, ich habe jetzt wie gesagt schon ein paar Aufnahmen gemacht, die sind allererste Sahne, dann könnt ihr ihn natürlich kaufen. Geht bitte in den Shop von Alpjagd und ihr habt dort auch keinen Nachteil, weil er in Österreich ist, denn die Versandkosten und die Lieferzeiten sind genauso, als wenn ihr Produkte in Deutschland bestellen würdet. Vielen Dank an Franz Rheinthaler von Alpjagd für die Guncam. Ihr wisst ja, bei JagdTotal gibt es immer nur die Jagdausrüstung, die ich selber im Jagdalltag über mehrere Monate getestet habe und die ich wirklich selber tagtäglich einsetze. Als nächstes möchte ich mich gerne bei DD Optics, bei Axel Drescher bedanken für die tolle Unterstützung. Und ich habe jetzt seit fast 2 Jahren DD Optics Optiken im Einsatz. Und ihr wisst, ich bin total begeistert und die Dinger sind richtig gut, funktionieren immer perfekt und der Preis ist eben auch wirklich unschlagbar. Und der Axel hat mir für den Kauf eines Zielfernrohrs, hier zum Beispiel das 2,5 bis 15-fach mal 56, einen Gutschein von 200 Euro bereitgestellt. Das heißt, wer Interesse hat oder generell so ein Glas kaufen möchte, der bekommt einen 200-Euro Gutschein von DD Optics. Und dann gibt es noch eine ganz fantastische Firma aus Rade vor dem Wald und das ist die Firma Nigelo. Und Nigelo hat so fantastische Produkte, dass ich selber manchmal die Qual der Wahl habe und gar nicht weiß, welchen Gurt ich denn jetzt für welche Yacht einsetzen soll, weil es einfach so viel tolles Zeug gibt von denen. So, heute habe ich hier etwas aus der Serie Trail und das sind diese Produkte mit dieser besonderen Signalfärbung oder Signalfarben. Und hier zum Beispiel ein Schweißriemen, dann habe ich hier noch einen Automatikgurt, ein total geniales Teil,
Aber so, wenn ich den Herrn Brügger richtig verstanden habe, sind das noch Prototypen. Das heißt, die gibt es heute nicht. Die muss ich wieder zurückschicken. Aber dann habe ich hier noch einen Gewehrgurt mit Schnellverschlüssen in der Farbe. Dann gibt es hier noch ein paar coole Hosenträger. Die ziehe ich mir jetzt mal nicht an, weil ich möchte nicht hier die Verpackung aufreißen. Und dieses Cap gibt es natürlich auch. Vielen Dank an Michael Brügger von der Firma Nägelow. Als nächstes kommen wir zu der Firma Trecker. Und Trecker hat einen 200-Euro-Gutschein gestiftet für den Kauf eines Hundeortungsgerätes G1000 oder auch Supra. Und dazu gibt es noch ein paar Mützen. Hier habe ich eine in Schwarz, die gibt es aber auch in Orange, Signalfarben. Und das ist also das, was von der Firma Trecker dazu kommt. Der Mann, der dahinter steht, ist der Tomasz Slezar. Und ihr könnt ihn auch jederzeit zum Beispiel über Facebook erreichen, wenn ihr mal eine Frage zu dem Trecker Hundeortungsgerät habt. Als nächstes kommen wir zu einem coolen Produkt aus dem Hause Puma in Solingen. Und der Hendrik hat mir ein Messer geschickt, welches ich selber schon seit langer Zeit im Einsatz habe. Und zwar ist das ein La Cabra, ein fantastisches Messer für den Jäger. Und ja, das wird also auch demnächst einen neuen Besitzer haben. Vielen Dank für das Puma-Messer La Cabra. Als nächstes habe ich hier einen Gehörschutz aus dem Hause 3M. Und zwar ist das der Peltor Sporttrack. Und das ist ein ganz fantastisches Teil, das ich also eigentlich immer benutze. Und es gibt im Grunde auch keinen Grund für einen Jäger ohne Gehörschutz zu schießen, denn der ist elektronisch verstärkt und dämpft im Grunde nur den Schussknall. Und das Tolle an diesem Gerät ist auch, dass der also eine ganze Reihe an Auswahlschalen hat für die Seite. Zum Beispiel habe ich den jetzt hier bei der Winterjacht im Schnee benutzt. Dann gibt es hier so ein bisschen Signalfarben mit Camo oder hier gibt es den kompletten Camo für die totale Tarnung. Bei der Bockjacht demnächst vielleicht, ja, oder auch in Grün. Also ein ganz tolles Teil. Vielen Dank. Der Mann, der hinter 3M steht und für die Jäger ansprechbar ist, ist der Timo Dörfler. Vielen Dank dafür. Auch das findet in Kürze einen neuen Besitzer. Und dann habe ich hier ein Produkt aus dem Bereich Waffenreinigung von der Firma Schmeisser. Und zwar nennt sich das Weapon Care. Und das ist ein ganz fantastisches Produkt für die professionelle Reinigung eurer Waffe. Und davon werde ich demnächst noch mal ein ganz detailliertes Video machen. Und von der Firma Schmeisser bzw. Waffenschuhmacher habe ich vor, ich glaube mittlerweile schon anderthalb Jahren, einmal eine Orsis 140 zum Testen bekommen. Und ich sollte eigentlich nur mal ein Video machen. Aber ich finde die Waffe einfach so gut, dass ich die also wirklich selber immer auf der Jagd eingesetzt habe. Und weil das Ding einfach von der Qualität her unschlagbar ist. Und das ist, glaube ich, mit 1.300 Euro auch nicht unbedingt wirklich teuer, aber einfach ein massiv und qualitativ top gebautes Gewehr. Hier habe ich eine richtig gute Taschenlampe für den Jäger aus dem Hause Nightpower, made in Germany und zwar in Meschede im Sauerland. Und der Mann, der dahinter steht, ist der Klaus Bayern. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Klaus für die Taschenlampe. Und die habe ich jetzt auch schon seit einigen Monaten im Einsatz und ich muss sagen, das ist genau das richtige Teil. Ja, wichtig bei Taschenlampen ist, dass die natürlich ein bisschen was aushält und das darf ich nicht so laut sagen, damit der Klaus das nicht hört, aber die Lampe, die ist mir schon so zwei, dreimal runtergefallen. Aber genau das ist es, was eine Lampe aushalten muss und deswegen Nightpower aus dem Sauerland. Wärmebildkameras sind ja ein Riesenthema. Und ich arbeite dort mit der Firma Nightpearl zusammen und auch da gibt es ganz fantastische Produkte und es wird jetzt auch noch ein paar neue Modelle geben, die ich auch in Kürze einmal vorstellen werde. Von der Firma Nightpearl habe ich einen 100-Euro-Gutschein für euch für den Kauf einer Wärmebildkamera. Und dann habe ich hier jetzt ein super Teil von der Firma Vanguard und zwar ist das ein Schießstock, den man auch gleichzeitig als Fotostativ benutzen kann. Und hier habe ich ja schon mal ein Produktvideo gemacht, also wenn euch das interessiert, wie das im Detail funktioniert, dann schaut euch bitte unter Jagdausrüstung hier auf dem Kanal das Video dazu an. Und auch hier Vanguard hat so super Sachen, die sind so durchdacht und da mache ich wirklich
jederzeit gerne Werbung für, weil die einfach wirklich top Sachen haben in ihrem Sortiment. Und eben auch nicht nur für den Fotobereich, sondern auch für den Jäger. Ich mache super gerne Werbung dafür, denn die Sachen sind einfach nur richtig gut. Die sind durchdacht, die sind qualitativ top. Und ja, diesen WEO-Schießstock, den bekommt ein Jäger von euch. Vanguard, schaut euch auf der Website mal deren Produkte an. Ganz herzlichen Dank an das Team von Vanguard in Neuss, und zwar der Herr Steffens, der Manteuffel und die Katrin Rachen. Das sind meine Ansprechpartner dort. Super nette Leute, und das macht einfach nur Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Markus Bayer stellt Bremsen her, und zwar Mündungsbremsen, die den Rückstoß reduzieren. Und wenn ihr den Videos von Jagd Total fleißig folgt, dann seht ihr, dass ich eigentlich fast immer auf den oder auf meinen Gewehren eine Bremse habe. Und ja, der Markus Bayer, der hat hier eine ganz besondere Art von Bremsen entwickelt und produziert die. Ja, er hat also auch eine Bremse gestiftet im Wert von, oh, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 150 bis 190 Euro, je nach Kaliber. Und auch die wird ein Jäger oder eine Jägerin von euch bekommen. Dann müsst ihr natürlich die entsprechende Größe, Gewindegröße und das Kaliber sagen, damit die dann auch für eure Waffe wirklich passt. So, also Mündungsbremse, eine tolle Sache. Wenn man keinen Schalldämpfer hat, mindestens eine Mündungsbremse drauf. Aber dann braucht man auch definitiv wieder einen Hörschutz, weil der Knall, der dann nach hinten kommt, der ist nochmal um ein Vielfaches höher. Und dann habe ich noch etwas aus dem Bereich Schießen für euch, und zwar Munition von der Firma Sachs Munition. Der Tobias Büttner hat also eine Packung gestiftet von seiner hervorragenden bleifreien Munition. Der Gewinner von euch muss dann natürlich sein Kaliber angeben und auch die Erwerbsberechtigung nachweisen. Ich werde jetzt bei meinem nächsten Projekt, und das ist die zweite Reise nach Neuseeland, dort gehen wir auf Hirsch und auch wieder auf Tarjagd, werde ich also ausschließlich die Sachs-Munition einsetzen, und zwar im Kaliber 300 Winmag aus der bekannten Bergara B14 Timber, die ich ja schon auch in Namibia im Einsatz hatte und auch in meiner ersten Neuseeland-Reise. Und dann werde ich noch mit einer zweiten Waffe dort anreisen, und zwar ist das eine Strasser RS-14 Evolution TAR. Und wir wollen neben Rotwild auch dann wieder auf Tarjagd gehen. Und damit habe ich auch den Übergang zu der Firma Strasser geschaffen. Und zwar habe ich hier zwei Halstücher aus Vlies. Die sind also von der Firma Strasser gestiftet. Und da möchte ich mich gerne einmal bedanken bei dem Mann, der dahinter steht. Das ist der Max Sedelmeier. Das ist ein sehr ambitionierter Jäger und der Generalimporteur für Strasser Waffen in Deutschland. Und dann habe ich jetzt noch ein Zubehörteil für das Gewehr bzw. für die Zieloptik. Und zwar ist das eine Zieloptik-Montage von der Firma Dentler. Und Dentler macht ganz fantastische Montagen, sehr effektiv und auch ganz einfach zu handhaben. Auch das werde ich später noch mal im Detail zeigen. Hier kann man im Grunde mit einer Schraube die Montage lösen, das Zielfernrohr abbauen. Genauso schnell geht die Montage wieder ranzumachen. Einfach aufsetzen und drehen. Und der Mann, der dahinter steht, ist der Dr. Thomas Haas. Und der Thomas, der war so nett und hat eine Montage zur Verfügung gestellt. Das heißt, eine Montage wird bald auch einen neuen Besitzer haben. Die Bergara-Waffe gerade in der Hand. Hier ist der Switch zu den Sachen von Bergara. Und zwar gibt es hier auch noch mal zwei coole Caps für den Jäger, der ein bisschen getarnt rumlaufen will. Und für den Sommer ein belüftetes Cap. Und last but not least möchte ich mich einmal bei einem besonderen Mann bedanken, und zwar ist das der Hansi Erpf aus Namibia von der Jagdfarm Odjenga. Und ich habe den Hansi vor einigen Jahren auf der Jagdmesse in Hannover kennengelernt, und er war im Grunde Auslöser dafür, warum mich der Afrika-Virus befallen hat. Und ich bin also unendlich dankbar. Ich habe also bei ihm, er hat mich eingeladen auf die Jagdfarm, und ich habe bei ihm mein erstes afrikanisches Stück geschossen, mit ihm zusammen auf der Pirsch. Also ein Erlebnis, was ich in meinem Leben nie vergessen werde. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz, ganz ausdrücklich Werbung für Odjenga machen, denn der Hansi hat eine ganz fantastische Jagdfarm und einen überragenden Wildbestand. Also
Jeder Namibia-Jäger wird bei ihm so richtig auf seine Kosten kommen. Und der Hansi war so nett und hat also für dieses Video einen Oryx-Abschuss gestiftet. Das heißt, wenn einer von euch sowieso irgendwie mal plant, nach Namibia zu fahren oder zu fliegen zum Jagen, dann geht bitte auf die Jagd vom Ojenga und ihr bekommt dann also on top zu eurem gebuchten Jagdpaket noch einen Oryx dazu. Für Bunsi von der Jagdoase muss ich, glaube ich, an dieser Stelle keine Werbung machen. Das habe ich schon an anderer Stelle gemacht und wird auch bald wieder beim nächsten Namibia-Besuch natürlich wieder gemacht. Ja, das ist natürlich eine Menge Jagdzeug, was ich jetzt hier liegen habe und das muss ich jetzt irgendwie unter die Leute bringen. Und am liebsten ist es mir natürlich, wenn es dann auch einen richtigen Jagd-Total-Fan erreicht. Was müsst ihr tun? Eigentlich müsst ihr nicht viel tun. Ihr müsst eigentlich nur Abonnent von dem Jagd-Total-YouTube-Kanal sein. Wenn ihr es nicht seid, abonnieren, Button drücken und ihr seid automatisch mit im Rennen. Ich habe mir überlegt, ich möchte natürlich gerne, dass die Sachen auch wirklich Jagd-Total-Fans bekommen, die Jagd-Total intensiv folgen. Ihr erhöht eure Chance, indem ihr unter diesem Video noch einen Kommentar lasst. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Glück. Wenn ihr diesmal kein Glück habt, dann geht einfach in die Online-Shops oder sonst wohin und kauft diese Produkte. Ihr wisst, dass ich immer meine ehrliche und authentische Meinung dazu gebe. Ich habe diese Sachen seit längerer Zeit im Einsatz und ihr wisst auch ganz genau, dass ich nur Sachen empfehle, die ich wirklich selber nutze, einsetze und wo ich sage, das ist wirklich super Zeug. In diesem Sinne, Weidmann Zeil und wir sehen uns im nächsten Video.